Moin Freunde, was geht ab? Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 17 im Karrieremodus mit unserem HSV, der, wie wir ja wissen, deutscher Meister und Pokalsieger geworden ist und diesem heftigen Tauziehen gerade um Kelechi Iheanacho. Und wir haben einfach keine Kohle. Ich habe eben nochmal ein bisschen rumgeschaut jetzt, ja, bevor ich aufnehme. Wir haben keine Möglichkeit. Wir haben keine scheiß Möglichkeit. Das heißt, wir werden Iheanacho aus dem Training natürlich rausnehmen und werden schauen, was geht, Alter. Ich weiß aber nicht. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Wir trainieren Dolberg jetzt. Vielleicht steigert der noch irgendwas hier, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Alles simulieren. Wir haben keine Möglichkeit, Iheanacho jetzt zu kaufen. Wir müssen jetzt echt hoffen, dass es in dem Spiel möglich ist, wenn die Saison vorbei ist und wir Transferbudget dazu bekommen, dass wir dann nochmal auf diese Vertrags- oder auf diese Kaufoption zugreifen können und ihn dann kaufen können. Aber ob das geht, ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Echt nicht. Alle Trainingsanheiten. Nein, ich habe Trainingbeginn gemacht. Shit. Ich habe Trainingbeginn gemacht. Das war absolut keine Absicht. Verdammt. Und dann noch so ein Scheiß-Training. Ja, verkacken wir richtig hart. Okay, man muss hier nicht mit Tempo, sondern einfach nur so durch. Da muss man natürlich jetzt echt hoffen, dass man das richtige Tor erwischt, ne? Ja, haben wir nämlich nicht erwischt. Auch nicht. Jetzt aber. Der klatscht den Ball uns einfach davon. Das Thema ist auch geritzt. Ich glaube, Dolberg muss mit einer Note F leben. Alter, was ist das denn da? Wer ist das da in der Verteidigung, ey? Ist er auch drinne? So knapp. Ich werde nächster Einheit neuer Versuch Ergebnisse ansehen. Das ist jetzt ein C. Okay. Können wir dann jetzt alle simulieren? Okay, wir können die anderen simulieren. Dolberg hat jetzt ein C bekommen. Gut, ich wollte jetzt nicht alle Trainingseinheiten machen, deswegen war das jetzt für mich die Option. Boah, die waren aber echt alle mies, die Trainingseinheiten. Laber kein Scheiß. So schlecht? Boah, krass. Okay, wir haben eine Nachricht. Unsere Ziele sind gefährdet. Ist mir egal. Gebt mir verdammt nochmal Geld, damit wir Iheanacho kaufen können. Was interessieren mich jetzt gerade eure Ziele, Alter? Wir haben unseren zweitbesten Stürmer vielleicht verloren, weil ihr mir jetzt einfach keine Kohle geben wollt. Alles simulieren. Finde ich wirklich ungeil. Wirklich ungeil. Und dann meckern die wegen ihrer Ziele? Ernsthaft? Außer auf den Spielerverträge. Jurus, Bahic und Ashton Götz. Okay, ich glaube, von denen will ich auch keinen unbedingt. Aber vielleicht wäre Johann Jurus. Ja, wir gucken mal. Spieler verkaufen. So, wir gucken mal. Iheanacho hat natürlich jetzt auch einen geilen Wert. 29 Mille, ne? Boah. Den haben wir wirklich vertrainiert. Jurus. Neuen Vertrag anbieten. Er hätte gern 2 Jahre und 50.000. Okay, das sind 5.000 mehr oder 4.500 mehr als jetzt. Das ist in Ordnung. Wichtig, erste Mannschaft. Das mache ich jetzt. Oder wichtiger Stammspieler mache ich jetzt auch mal. Aber eigentlich sieht das nicht danach aus. Ja, aber für die Innenverteidigung als Backup, falls wir wirklich mal eine Verletzung hinnehmen müssen. Wir haben es ja bei der Holtby-Verletzung gesehen. Da können wir froh sein, dass wir Ekdal noch hatten. Wenn sowas mal passiert, dann kann man den schon bringen. Leider haben wir heute schlechte Nachrichten. Der Berater von Johann Giroud hat uns mitgeteilt, dass sein Klient auf keinen Fall einen neuen Vertrag bei uns unterzeichnen will. Er möchte sich alle Optionen offen halten und vielleicht in naher Zukunft den Verein wechseln. Okay, gut. Dann hat er Pech gehabt. Wir haben ihm jetzt das angeboten, was er eigentlich wollte. Wenn er damit nicht zufrieden ist, ist es sein Problem. Nicht unseres. Alles simulieren. Komm, Pano, gute Noten raus hier. Oh, Donnarumma, na, damit ist er jetzt, oh, damit ist Donnarumma jetzt schon eine 82. Sehr nice. Damit haben wir ihn sogar noch in dieser Saison echt nochmal gepusht. Okay. Jetzt passiert gerade nichts.
Hallo? Xbox? Okay, die Xbox hat sie nicht aufgehängt. Alles klar. Aber anscheinend lädt das Spiel gerade irgendwas heftigst mega. wir warten jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Ist das das Saisonende? Wenn jetzt alle Sachen neu geladen wird? Ein Mann für die Zukunft. Leonardo da Silva Lopez. Petersburg United. Leonardo da Silva Lopez hat bereits mit 18 ein... Entschuldige. Oh, es geht weiter. Ah, Saison beendet. So. Rückkehr ausgeliehener Spieler. Die Ausleihe von Arianit Ferrati an Düsseldorf ist beendet. Er ist zurückgekehrt und kann eingesetzt werden. Okay. Batuhan Altidas. Ach ja, den kriegen wir auch zurück. Kasim Passa. Okay. Mohamed Guida ist von St. Gallen zurückgekehrt. Sven Schiplock. Ach du Scheiße, Sven Schiplock. Oh, das freut mich. Gratulation, Herr Fokus. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie für Ihre hervorragende Arbeit für den Hamburger SV den Trainer der Saisonpreis erhalten. Glückwunsch, das haben Sie sich wirklich verdient. Nice. Okay, dass wir Altintas bekommen haben, ist vielleicht nicht schlecht. Weiß ich noch nicht so genau. Dass wir Schiplock zurückbekommen haben, das muss echt nicht sein. Der Hamburger SV schon so eine Bewertung der Vereinsleistung vorgenommen. Jetzt kommt's. Auch wenn wir nicht alle Ziele erreichen konnten, sind wir doch überzeugt, dass es insgesamt eine zufriedenstellende Saison war. Zufriedenstellend? Wir sind Meister und Pokalsieger geworden. Wo bitte ist das nur verdammt nochmal zufriedenstellend? Das ist der Shit seit den 80ern. Wir hoffen, nächstes Jahr noch besser abzuschneiden zu können. Und sie sind nach wie vor der richtige Mann für diese Aufgabe. Besser abschneiden? Soll ich vielleicht den Champions League gewinnen? Wie wäre es damit so? Einfach mal so? Komm, wir schießen einfach mal Barcelona 8-0 ab. Wir freuen uns darauf, in der kommenden Saison mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Mit freundlichen Grüßen. Der Vorstand. Dankeschön. Aber eure freundlichen Grüße gehen mir leicht am Hintern vorbei. Leicht. 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 Saisonspielplan wird erstellt. Bitte ein wenig Geduld. Okay. Kein Ende in Sicht bei Wechseldrama um Joru. Es hätte ein Ende in Sicht sein können, wenn er einfach unser Angebot angenommen hätte. Aber er ist ja, feinher ist er der Meinung, er will sich alles offen halten. Gut, dann muss er aber auch damit leben, wie es dann nun mal ist. Und es ist nun mal so, dass er von uns kein weiteres Angebot bekommt. So einfach sieht's aus. Ich lasse mich nicht verarschen. Nicht, dass der dann ankommt und sagt so, ich habe keinen Verein gefunden, ich würde doch gerne bleiben, ich fühle mich hier voll wohl. Nee. Nein, nein, nein. Ein Mann für die Zukunft. Wagon Ogle Equington, das ist der. Der Name ist Scout schon eine Weile geläufig. Wenn er die Beobachter schon von klein auf beeindruckt. Das ist immer so schnell weg alles. Ein Mann für die Zukunft. Leonardo da Silva Lopez. Ach nee, das haben wir gelesen. Der Mittelfeldspieler offensiv von Petersburg United, der auch als Nummer 10 spielen kann, hat schnell die Aufmerksamkeit einiger bekannter Berater und Scouts erregt und wohl eine große Zukunft vor sich. Das 168 cm große Talent, da kann man ja lesen, wie man will, man schafft es nicht. Obwohl Giroud noch auf den Hamburger SV Gehaltsliste steht, ist schon seit einiger Zeit bekannt, dass er sich hier unwohl fühlt und einen schnellen Vereinswechsel befürwortet. Naja. Fokus läutet Pokalfinale ein. Ah, unsere Pressekonferenz. Das dauert jetzt aber auch ganz schön lange, oder? Dieses Spieldings vorbereiten hier. Den Spielplan und so. Ich könnte das jetzt rausschneiden für euch, aber ganz ehrlich. Nö, ich muss da auch warten. Wenn, dann warten wir gemeinsam, Alter. Tja, was soll ich sagen? Es fehlt diese Musik, wenn es dann länger dauert, ne? Dieses. Ich glaube, das schneide ich rein. Mal gucken. Ach Mann, das ist echt räudig, oder? Es geht weiter, Freunde. Nice. Erstmal Nachrichten. Wichtig für Infos zum Transfermarkt. Der Transfermarkt ist offenbar nicht vergessen. Okay, Hamburger SV, Saisonende, alles klar. Ist jetzt bei uns im Team noch Ihnachu? Ja. Bitte. 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 Transferverhandlung. Laufende. Nein. Nein. Er ist nicht mehr da. Wartet mal. Ist bei uns im Team noch René Adler? Ja. Scheiße, die wechseln jetzt erst alle. Denn René Adler ist zu 100% weg. Oh, fuck.
Ehe Nachos futsch. Mein Freund, wir haben dich getriezt und verbessert bis zum geht nicht mehr. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt. Scheiße. Okay, wir trainieren Bobby Wood, wir trainieren Kasper Dolberg. Boah, jetzt müssen wir echt gucken. Das ist echt ärgerlich. Vor allem, wir hätten ihn für 9 Mille haben können. Selbst wenn wir ihn dann verkauft hätten für 40 oder so, hätten wir einfach Hardcore Plus gemacht. Shit, wir werden auf jeden Fall Donnarumma weiter trainieren müssen. Und wir werden auch weiterhin Oxford trainieren. Der ist jung. Der kann uns noch einiges bringen. So, alles simulieren. Ja, gut. Ja, wir haben ja noch Dolberg. Ist jetzt nicht so, als wären wir jetzt voll aufgeschmissen und würden nicht mehr wissen, was wir machen sollen. Es geht ja, aber es nervt mich gerade trotzdem. Es nervt mich trotzdem tierisch. Okay, wir kriegen da ein paar Nachrichten rein. Glückwunsch, Fokuchari. Ach, Vorbereitungsturnier. Okay, werde ich auch annehmen. Eins, aber wir werden die Spiele simulieren. Ich werde ein Vorbereitungsturnier nicht nochmal spielen. Haben wir die letzte Saison schon mal. Ich glaube, das reicht. Und deswegen werden wir zwar eins annehmen und die Spiele simulieren und hoffen, dass wir natürlich weit kommen. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Kohle, aber wir werden nicht spielen. Und ich glaube, die einfachsten Gegner, hier ist der schwerste Gegner, glaube ich, schon Feyenoord Rotterdam. Deswegen werden wir das Turnier nehmen. Die Preise sind ziemlich nah beieinander. Da gibt es jetzt keinen, wo man sagt, boah, wenn man da gewinnt, hat man 20 Mille oder so. Nein, deshalb nehmen wir das hier. Okay, wir haben ein paar Nachrichten. Oh, unsere Bewertung ist runtergegangen. Warum? Champions Trophy. Ah, unser Annahme, ja. Rückkehr aus dem Spiel. Christian Matemian. BSC Young Boys. Ach, dann haben wir einen Ersatztorwart. Nice. Finn Pochard ist zurückgekommen. Verein verlassen, Tom Mickel. Yo, Verein verlassen, René Adler. Ah, nach Anderlecht ist der gegangen. Okay. René, vielen Dank. Dankeschön, dass du da warst. Für alles. Ich hoffe, du warst glücklich. Ansonsten holen wir dich zurück. Die Life ist für Kinacho abgelaufen. Er kehrt zurück zu Manchester City. Wenn sie denken, dass er sich gut eingefügt hat, können sie eine weitere Leihgeschäft anvisieren. Eventuell auch Einkauf. Alles klar. Ablösesumme 29 Millionen. Ich will keine 29 Millionen bieten. Ich will den leihen. Pass auf, ich leihe den nochmal. Ich versuch's nochmal. 2 Jahre. Künftige Ablöse. Ich nehme mal 30 Millionen. Oh. Okay. Die wollen zwischen 36. Ich nehme mal 35 Millionen. Als künftige Ablöse. Vielleicht können wir nochmal für 2 Jahre leihen. Vielleicht. Da müssen wir nur die 35 Millionen safe in der Tasche haben am Ende der Saison. Weil sonst sind wir wieder Arschkarte. Wer ist das denn? Hamza Chaudhuri. Alter, der hat ja richtige Locken, der heftige Typ. Okay, Zentrale. Oh, wir müssen erst mal schauen. Was sagt jetzt unsere Mannschaft? So, jetzt müssen wir natürlich umstellen, ne? Ich würde Startstürmer neben Wood, würde ich jetzt Dolberg spielen lassen. Matenian ist als Torwart. Nice, das ist in Ordnung. Hier müssen wir noch ein bisschen aufräumen, ein paar loswerden. Diekmeyer, Asensio, das passt alles. Holpida passt, Halilovic passt. Obwohl ich das mit Asensio in Zukunft vielleicht ein bisschen austauschen werde. Das muss ich mir noch überlegen. Kostic. Finde ich Gregoric irgendwie auch geiler. Kostic könnte man vielleicht auch verkaufen und das Geld reinvestieren in einen besseren. Aber da müsste man doch erstmal wieder schauen, in wen. Ja. Ja, das ist alles scheiße. Das ist alles scheiße. Das feiert mich alles gerade irgendwie überhaupt gar nicht. So doof. Wir haben Iheanacho so gut trainiert. Wirklich, wir haben den ja wirklich viel besser gemacht, als er war, als er gekommen ist. Und dann ist er jetzt weg für umsonst und es ist an 9 Millionen gescheitert. 9 scheiß Millionen. Das ist ein Witz. So, Sven Schiplock, Barz, auf Transferliste setzen. Weg. Marfrei behalten. Jung, Guida, auf Transferliste setzen. Weg. Denn wir haben auch noch immer Dings für diese Position. Wie heißt er jetzt? Nabi Bahui. So, Waldschmidt würde ich auch auf die Transferliste setzen. Ach ne, Laie, der ist ausgehend, okay. Ferrati auf Transferliste setzen. Jatta auf. Okay, der ist ausgeliehen. Porrad auf Transferliste setzen. Ich weiß, Finn Porrad ist in echt beim HSV gar nicht schlecht. Weiß ich. Aber hier hat er bei uns gerade einfach keine Chance, würde ich behaupten. Conceição behalten wir. Silveira
werde ich mal auf Transferliste setzen. Oder nein. Auf Leihe setzen ein Jahr. Genau wie den. Auf Leihe setzen ein Jahr. Die können wir ausleihen. Junge Spieler können wir ausleihen. Ronstadt. Den werden wir auf jeden Fall auf Transferliste setzen. Ah ne, von Transferliste streichen. Der ist schon drauf. Ach, da haben wir auch ein Angebot drauf bekommen, oder? Kann das sein? Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Shit. Fuck, ja, wir machen mal weiter. Ich bin gerade echt, ich weiß gerade gar nicht. Soll ich jetzt einen anderen kaufen? Nee, Transferangebot Ronstadt erhalten. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt noch eins. Von wo denn? Wo sollen wir hin? FC Vaduz, okay. Jo, annehmen. Angebot absenden. Ich warte mal, wir hätten auch schon eins bekommen und angenommen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber... Na gut. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit Ihnacho ist einfach, ne? Das ist so gerade ein bisschen echt mit Türkei. Transferangebot. Sven Schiplock. Angebot. Dass wir sie ablehnen. Wir möchten Ihnacho momentan nicht ausleihen. Was für Arschlöcher. Typisch englische Mannschaften. Okay. Okay, Gegenangebot. 2,5 Mille. Der hat einen Marktwert von 2,9. Ich will 3,5. 600.000 über Marktwert. Uns wird ja ein bisschen was abgezogen. Dann kriegen wir vielleicht den Marktwertpreis auf unser Transferbudget gut geschrieben. Kann ich sowas fragen? Hallo Chef, ich verkaufe dich, Junge. Was hältst du denn davon? Geil, oder? Machen wir. Ich habe momentan viel Spaß am Fußball und habe gut gespielt. Deshalb bin ich ein bisschen beunruhigt, dass ich derzeit nur für die Ersatzbank eingeteilt. Ja, ich weiß. Ich weiß, Gregoritsch. Ich weiß. Wir werden auf jeden Fall auch rotieren. Wo eigentlich, er hat ja schon recht. Er hat wirklich nicht schlecht gespielt. Eigentlich könnten wir ihn wirklich bringen, ne? Scheiße, ja, ich werde jetzt einfach so, zack, Kostic raus. Gregoritsch soll im Vorbereitungsturnier spielen. So einfach sieht's aus. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt gerade alles so gefällt, aber ich mache es jetzt so. Wir müssen gucken, dass unsere Spieler jetzt glücklich werden, weil das ist nicht geil, unsere Situation gerade. Simulieren. Wir spielen gegen Las Palmas. Ah, da wo Halilovic in echt hingegangen ist, ausgeliehen. Okay. Ey, die haben 2-0 gewonnen. Müller und Dolbeck haben getroffen. Nice, cool. Nice. So. Büro. Monatliches Scouting-Update. Transferangebot für Dennis Diekmeier und Bobby Wood. Jetzt bin ich mal gespannt. Dennis Diekmeier, 3 Millionen. SC Bastia. Ich mache da mal ein Gegenangebot. Er hat einen Marktwert von 3,3. Ich hätte gerne 8. Ich weiß, es ist jetzt super hoch. Aber es ist möglich, dass wir da... Vielleicht kriegen wir ein gutes Gegenangebot, weil wir haben immer noch Sakai. Ja, die wir spielen lassen können. Und da ist ein Angebot für Bobby Wood. Angebotene Ablöse 17,5. Hellas Verona. Der Verein... Wood war in letzter Zeit in guter Form und hat die letzte Saison als Top-Vorbereiter abgeschlossen. Wenn wir zwischen 19,1 und 24,8 verlangen, können sie einwilligen. Ein Scheiß werde ich tun. Gegenangebot. Ich mach 52 Mille. Glaubt mir, das hört sich dumm an. Aber es gibt Sachen, die werden angenommen. Das ist einfach kein Witz. Ich will ihn nicht unbedingt verkaufen. Und wenn wir ihn verkaufen, dann zu einer Summe, die uns so pusht, dass wir dann einfach auch irgendwen richtig Heftiges kaufen können. Verbleibende Tag. Oh, ich habe nicht trainiert. Scheiße. Alles simulieren. Also wenn, dann müssen wir den wirklich so verkaufen, dass wir einfach derbe zuschlagen können. Ohne uns Gedanken machen zu müssen, weil sonst macht das keinen Sinn. Bobby Wood hat letzte Saison für uns eigentlich gut gespielt. Ich weiß jetzt nicht, was mit Iheanacho ist. Ich warte einfach nur auf eine Iheanacho-Antwort. Denn wenn wir da nichts kriegen, müssen wir... Spielerverkauf? Ah, okay. Transferangebot für Pierre-Michel Astorga. 11,5 Millionen. Gegenangebot. Ich mache... 25. Boah, gucken, Alter. Geht der für 25 Mille weg? Wir werden es ausprobieren. Ich sag euch, Freunde, man kann manchmal Sachen machen, das ist unnormal. Okay, Dennis Diekmeier geht nicht weg. Transferangebot, Sven Schiplock. Investieren, wir haben ein neues Angebot dabei. Okay, die können nicht so viel. Die können 2,6. Ich denke einfach, ja. Gegenangebot. Ich mach mal 3 glatt. Kommt schon. Also 3 müsst ihr mir geben. Der hat einen Wert von 2,9. 3 müsst ihr mir geben. Ist ja kein türkischer Bazar hier. Ja. So, Dennis Diekmeier, SC Bastia will ihn für den Preis auf jeden Fall schon mal nicht. Gut.
Finde ich auch nicht schlimm. Ist in Ordnung. Krass, und das ist unser nächster Gegner. Alles klar. Steht links nicht mal eine Mannschaft. So, egal. Überspringen jetzt. 0-0. Gibt es in dem Vorbereitungsturnier Unentschieden? Ja, gibt es. Okay. Okay. Wir haben eine neue Nachricht. Transferangebot für Grigoritsch. 5 Mille, das ist mir viel zu wenig. Vor allem VfB Stuttgart. Oh, Stuttgart muss aufgestiegen sein dann. Wir werden mal. Wir machen mal 15. Das hört sich jetzt alles vielleicht heftig an. Glaubt mir. Aber sowas geht. Wir brauchen. Wenn wir unsere Stammspieler verkaufen, brauchen wir einfach richtig Asche dafür. Nichts anderes. Wir brauchen richtig, richtig, richtig Kohle, um die zu ersetzen. Und Grigoritsch ist ja auch einer. Oh, Dolberg ist gestiegen. Nice, eine 77. Cool, cool, cool. Oh, und Oxford ist auch eine 73 jetzt. Auch sehr gut. Und Grigoritsch ist ja auch einer, den wir immer bringen konnten und der auch dann Leistung gebracht hat. Von daher, warum sollten wir noch biegen und brechen ticken? Transferangebot, Pierre-Michel Lasogga. Hellas Verona, Bobby Wood, das noch nicht so viel wert ist. Okay, finde ich nicht schlimm, dass die Bobby Wood nicht zu dem Preis kaufen. Wir haben hier 25 gemacht, ne? Ich mach mal 22 glatt. Dann hätten wir ein Transferbudget von 55 Mille, dafür kriegen wir auf jeden Fall wieder einen anderen. Einen guten Stürmer. Ah, scheiße. Transferangebot. Sven Schöpflock geht für 3 Millionen nach Köln. Okay. Ich würde mal gerne ein paar Transferanfragen machen. Spieler suchen. Oh ne, warte mal, passt mal auf. Wir wollten. Es wäre gut, wenn wir ein paar mehr Saisonziele erreichen, oder? Finde ich zumindest. Vorstandserwartung. Okay, pass mal auf. Nachwuchs. Verpflichten über was? Verpflichte über 2 Saison mindestens ein aus deiner Jugendakademie in der ersten Saison und sorge in der Folgesaison für mindestens 50% Einsatzquote. Verbleibe Saison 2. Okay, Nachwuchsentwicklung. Okay. Kurzfristig, verpflichte einen wichtigen Spieler in der ersten Mannschaft, Position Stürmer. Das haben wir nicht geschafft. Langfristig, erhöhe den neuen Dauer. Folge Kontinental. Wir sollen das Viertelfinale erreichen. Echt jetzt, Alter? Bundesliga Champions Cup Platz. Okay. Zielübersicht. Erhöhe den Vereinswert. Finanzen. Erhöhe den Vereinswert über 2 Saisonen mindestens 30%. Verbleibende Saison 1. Neues Ziel. Vereinswert. Ja. Erhöhe Dauer. Ja. Champions Cup Viertelfinale. Okay. Das heißt, wir haben kein Transferziel. Es ist nicht so, dass es wieder heißt, verpflichte den Stürmer oder irgendwas oder so. Aus der Jugendmannschaft ja. Aber sonst nicht. Weil das Ziel, hohe Priorität, das haben wir verkackt jetzt. Aber verpflichte einen wichtigen Spieler für die erste Mannschaft, Position Stürmer. Wenn wir das jetzt machen, müsste es doch auch gehen, oder? Da steht kurzfristig, vielleicht war das die erste Saison. Das kann sein. Okay. Das heißt, wir haben keine positionsgebundenen Situationen mehr, wo wir sagen, wir müssen da einen kaufen, weil sonst erreichen wir ein Ziel nicht. Okay. Okay, ich werde das mal simulieren. Gegen Southampton. Überspringen, 4-0 gewonnen. Halilovic 2, Dolberg 2. Läuft bisher ganz gut, würde ich behaupten. Damit sind wir im Halbfinale. Und wir spielen gegen CA Amerika. Transferangebot. Für Michael Krogos veranstalter, dass er uns nicht so viel wert ist. Okay, Turnierpreisgeld 2 Millionen. Nehmen wir gerne. Dann 3 Spiele. 3 Tage. 2, 3. Transferangebot. Pierre-Michel Lasogga. 14,5. Spieler verkauft. Schiplock. Wir haben 2,3 Millionen dazu bekommen. Ja, was wollen wir da machen, Alter? Wollen wir da. Ich mach mal 20 glatt. Wir kommen denen ja näher. Ich möchte Lasogga verkaufen. Kann man machen. 20 Millionen ist jetzt auch ein geiler Preis. So. Können wir auf jeden Fall verkaufen. Aber ich würde ihn jetzt nicht auf Biegen und Brechen verkaufen. Echt nicht. Würde ich nicht machen. Weil warum? Warum? Wenn wir ihn gebracht haben. Hat er uns oft sogar noch den Arsch gerettet, vor allem zum Ende der Saison hin. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Das wäre ein wenig unfair. Okay, Freunde. Und ich würde sagen, wir werden jetzt hier mit dem Halbfinale bei der Champions Trophy in der nächsten Folge weitermachen. Wir werden ein paar Transferanfragen mal stellen. Ich habe da ein paar Spieler im Kopf. Ich würde mal gerne wissen, wie teuer ist ein Aubameyang?
Wie teuer ist ein Morata? Ja, das sind Fragen, die werden wir uns beantworten in der nächsten Folge von FIFA 17. Also bleibt dran, haut rein. Bis morgen, euer Charlie. Ciao.